von Chiang Mai nach Phang. Bin jetzt links abgebogen über die, was war es, 1173 und jetzt auf die 1322. Irgendwo auf 900 Meter Höhe. Nach zig Kilometern jetzt das erste Dorf. Absolute Einsamkeit da hinten. Auch schön zu fahren. Thank you.
So, immer noch auf der 1322, jetzt in 1500 Meter Höhe. Ein Rastplatz, wunderschön. Wow. Leider wieder dunstig, aber trotzdem ist die Luft hier, wenn man durchfährt, es riecht nach Natur und Dschungel und nicht so miefig und obwohl die Luft sehr, sehr dunstig ist. Wow. So, nächste Dorf. Ban Lao Wo oder so. Eben noch durch ein Tal gefahren, das war total abgeerntet und braun. Und jetzt kommen wir in ein grünes Tal, wunderschön.
Welch ein wunderschönes Tal hier hinten. Grün. Leider, leider dunstig. Ah, toll da hinten. Ja. Tolle Gegenden. Tja, schön.
vertrocknen die was. Ja, was das ist, weiß ich nicht, ob das kein Kaffee sein kann. Keine Ahnung. Irre. Wow. Schade. Oder? Doch, ja, tut man. Halleluja. Das wär's, Alter. Schmeißen Sie im Namen. Also, dabei handelt es sich zweifelsfrei um Kaffee. Was die hier trocknen, da drüben verkaufen sie, glaube ich. Wow. Ein wunderschönes Tal da unten. Ja, wieder Kaffee. Einfach, aber doch geschmacklos. Avocado, ja. Ist Coffee, ne? Coffee, ne? Coffee. Okay. Coffee. Oh. Honig. Pistazien. Thank you. So, direkt an der Grenze zu Burma sind wir da. Da oben am Grenzposten oder die Militär, keine Ahnung, was ist das? Border Patrol nennen sie den. Hier geht es auch weit, weit runter ins Tal.
Hier auch. Wow, das scheint der Doi irgendwas zu sein, was down beschildert haben. Da hinten. Irre der. So, bin jetzt am Doi Angkan in so ein Bergdorf gefahren. Eigentlich außerhalb der Strecke. Ich will aber gleich wieder umdrehen. Das ist interessant hier rum. Das ist jetzt die Abfahrt vom Doi Angkan, heißt der, glaube ich. Wir sind immer noch auf 1600 Meter. Was ist denn jetzt wieder? Was ist denn nun wieder? Jetzt hat die scheint ein bisschen wild zu sein. Die Abfahrt.
So, es sind jetzt noch 750 Meter bis zur Unterkunft, Pension oder was das ist. Ah. Dann reicht es auch für heute. So viel war das gar nicht für den Moment. Scheiß Schotter, ey. Das haut nicht hin. Oh, ich liebe es. Ich liebe es. Ja, du, wer bist denn du, hä? Ja. Yes. Und was ist los? Alles gut? She just wanted to say hi. Hey, dann nee. Gott sei Dank. So, das ist das Zimmer. Bisschen klein, aber tadellos. Ansonsten tadellos. Da plane ich schon wieder weiter. Mit Balkon. Das riecht gut. Das riecht saugut und ich habe einen Hunger, du. Sie kocht jetzt für uns. Cool. Einfach nur cool.